du machst das dann so. Du kriegst jetzt immer gefüllte Fässer. Hättest davon ganz gerne 100 Stück. Tust die rein. Gibst die aus. Tust die leeren Fässer wieder hier und die fliegen wieder nach oben. Das heißt, die ersten müssten jetzt eigentlich schon demnächst angeflogen kommen. Genau da. Zack. Und wir haben jetzt schon 1500 Öl. Schick. 1600. Das geht gut ab. 1700. Die sind durchgehend am Rödeln. Und... okay, Petroleumgas kommt nicht ganz hinterher, aber... aber es sieht gut aus. Es sieht echt gut aus. Oh, Leichtöl wird nicht abtransportiert. Warum? Weil der Leichtöltank voll ist. Warum ist der Leichtöltank voll? Okay. Dann modele ich jetzt einfach Leichtöl um zu Petroleumgas. Hätte ich wahrscheinlich schon wesentlich früher machen sollen. Chemikplant. Einfach hier zwischen. Und dann passt das. Dann sind beide Probleme behoben. Unsere Überproduktion an Leichtöl und unsere Unterproduktion an Petroleumgas. Das heißt, ich brauche allerdings hier... so. So und dann hier für die Chemical Plant. Und ich hoffe, das braucht nicht Wasser. Ich finde es doof, wenn die Wasser brauchen. Du splitte bitte das da zu dem und es braucht Wasser. Das geht aber gut auf. Nein, geht's nicht. So. Da geht's auch wieder nicht auf. Menno. So. Du splitte das. Genau, da unten muss jetzt Wasser hin. Du musst da hin. Du. Da so. Und jetzt muss ich da das Wasser hinbekommen von hier, ohne dass ich das mit irgendwas verbinde. Das sollte aber okay sein. Was? Achso, dann muss ich jetzt dich ein nach hinten ziehen und dich ersetzen mit dem. Den klappt's. Gott. Hier. Das macht jetzt ein bisschen was davon weg und dahin. Muss ich im Auge behalten, ob das nicht zu viel ist oder zu wenig oder zu was auch immer. Sollte aber schon mal ein bisschen helfen. Und ich brauche echt mehr von denen. Oh, habe ich doch. Ganz schnellen Speed-Modulen. Schade, dass es keine besseren Chemical-Plans gibt. Also eventuell muss ich das hier auf 2 erweitern später. Was dann nochmal friemlich wird mit dem Wasser, aber na gut. Oh, es wird nicht wirklich besser. Was macht das Schweröl eigentlich? Es wird irgendwie nicht voll. Achso, es wird auch fast kein Schweröl produziert bei den besseren Verfahren hier. Oh, was ist mit dir? Ja, Leichtöl kommt nicht weg. Okay. Umgehen wir das Problem einfach kurzfristig durch viel zu teure Tanks. Die wir hier drunter bappen. Ich könnte auch den Tank einfach abreißen und neu setzen. Spricht da irgendwas gegen? Warte mal ganz kurz. Nee, ich glaube nicht. So. Es wird jetzt immer noch leicht Öl zu Petroleumgas umgewandelt. Aber wenigstens haben wir keine Blockade hier unten bei den Raffinerien. Sollte eigentlich okay sein. Gut. Wie schaut's aus mit dem rumgeflogenen Öl? Boah, super. 3900 Öl. Das ist sehr schick. Also ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr Fässer reinschmeißen müssen. Kann ich einfach hier mal so. Aber das, ne, Prinzip hält. Das heißt, Ölproblem vorerst. Wollte schon sagen, vorerst beseitigt, aber das... Bist du wenigstens durchgehend am Arbeiten? Ja, bist du.
Plastik wird einigermaßen schnell hergestellt. Wird schneller hergestellt, als verbraucht wird. Okay, das ist ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, ich muss jetzt theoretisch nur warten, bis das Ding sich komplett mit Plastik gefüllt hat. Dann müsste sich auch das mit dem Petroleumgas wieder einigermaßen regeln. Und mit dem Schwefel. Und mit allem anderen auch. Gut, die blauen Chips lasse ich erstmal drin. Damit hier jetzt nicht noch mehr Bedarf entsteht. Das muss echt nicht sein. Gut. Also, das ist einigermaßen behoben. Wie schaut's aus mit unserer komischen Solargeschichte hier? Der Blueprint hat sich aufgelöst, okay. Zack, Blueprint neu setzen. Und das hier bitte weg. Das da auch alles weg. Da ist sogar noch Eisenfeld drunter. Wer hätte das denn gedacht? Ich glaube, ich wollte mich sogar daran erinnern, dass ich das nicht vergesse, als es mal später wirklich wichtig werden könnte. Ja, Details. So, der See hier. Will ich den schon wegmachen? Eigentlich ja. Aber ich werde nicht genug Stein haben. Es wird sofort verbraucht. Falsch. Da ist genug Stein. Okay, stell bitte her. Bigger Landfill. Eins davon und forder bitte mal Landfill direkt an, weil ich glaube, ich habe das schon mehrfach hergestellt gehabt. So, 256 davon. Tschung, 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 tschung. So, haben wir endlich Plastik drin? Nö. Haben wir endlich Stahl drin? Nö. Also ich habe es in zwei Folgen jetzt geschafft, das Ölproblem einigermaßen einzudämmen. Aber das war's dann auch. Das ist ein bisschen frustrierend. Ich hätte mir da eigentlich einen dicken mehr erhofft. Oh, und Eisen ist runter auf 12.000. Wahrscheinlich wegen der Stahlproduktion. Das heißt, die müssten wir eigentlich auch alle ersetzen zu MK3, damit wir wieder schneller funktionieren und. Aber dadurch, dass ich jetzt alles automatisiere und verbessern will, verbraucht es halt noch mehr Ressourcen. Dann kommen die Ressourcen nicht hinterher und dann meckere ich wieder, dass nicht genug Ressourcen da sind und versuche dann wieder was zu optimieren. Und ich sehe so einen kleinen Todeskreislauf da. Geh mal ganz kurz zu den Schmelzöfen. Wie viel haben wir da? 37 verdammte Schmelzöfen. Damit. Kein Wunder, dass wir keinen Stahl und Eisen haben. Huh? Und alles andere auch. Da. Das wird richtig gut abgehen. Wir hatten eben gerade noch 140.000. Hm? 140.000 Roheisen. Warum kann ich manche überschreiben, manche nicht? Das ist sehr komisch. Also, wir hatten 140.000 Roheisen. Ich würde jetzt ganz gerne das so machen. 3-1, 3-1. Und ich habe nicht genug Module. So. Genau, 3 Speed-Module, 1 Effektivitätsmodul. Bei allen Eisendingern hier. 2, 3. Zack. Damit die alle einheitlich sind. Die 8 sind es schon mal. So, hier kann ich schon einfach so machen. Hm? Ding, 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 ding. Jupp. Also, überall bei Eisen sind jetzt 3 Speed-Module MK3 drin. Ein Effektivitätsmodul MK3. Und die Speed-Module bringen auch mehr, weil der Basiswert von den MK3-Furnissen höher ist. Also das Ding müsste gut abgehen. Können wir beobachten. Wir sind jetzt bei 12.000 Eisen, das sollte mehr werden. Und die 158.000 Roheisen mit der Zeit weniger. Kupfer sieht immer noch total beschissen aus. Deswegen machen wir als nächstes die ganzen Kupferdinger auf MK3. Stellen die dann ebenso ein mit den Modulen. Und sorgen dann dafür, dass wir mehr Kupfererz haben. Und wir bräuchten hier auch noch 4 für Kupfer. So. Zack, zack. Zack. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links.
Nicht beschränken, kein Gunnex. Und schnelle Ärmchen. So. Module. Okay, wir haben jetzt einen richtig eingestellt. Dem Rest fehlen wieder die Dreier-Dinge ins Modul, die nicht hinterherkommen. Wahrscheinlich, weil wieder Stahl oder Eisen fehlt, ja. Go. Hey, damit. Was ist mit dir? Hier. Pollution. Alles hier aufstufen. Kann ja wohl nicht angehen. Gut, gut, gut. Fabriken, die Fabriken bauen, sollten die besten Fabriken sein, die wir haben. Und nicht MK2er. Wollen wir noch mehr? Ne, lass ich erstmal drin. Von wegen Ressourcen und so. Sind wir schon hochgesprungen? Nö. Eisenplatten sind sogar runtergegangen auf 12.000. Ich glaube, die waren auf 14.000, als ich eben gerade angefangen hatte, die hier zu verbessern. Und der beste Pumpjack ist erforscht. Den wir jetzt gar nicht mehr brauchen, weil wir den einen Ölaußenposten haben. Aber wer weiß, vielleicht später mal. Ich bin fast versucht, Forschung jetzt erstmal einzustellen. Damit wir keine Ressourcen verbrauchen für rote, grüne und hellblaue Tränke. Spricht da was gegen? Nö, ne? So wirklich ganz dolle brauchen tun wir eigentlich nichts. Es macht nur Spaß, weiterzukommen vom Content her. Ja, dann mache ich jetzt mal eine Pause mit Forschung. Lass sie die ganzen Ressourcen erholen, dann ist gut. Oh ja, das ist noch so ein schönes Projekt. Haha, und ich habe nicht wirklich dran gedacht. Aber ich wollte ja warten, bis die Forschung durch ist und dann das Ding hier verschieben. Und da ich jetzt keine Forschung mache, ist mir das irgendwie aufgefallen. Du mach bitte ein Blueprint davon. Jo. Und setz das... Nee. Wohin? Hier scheint mir okay, weil da ist eh die Steam-Anlage, hier ist das Ölgedöns. Also ist es da nicht so wirklich im Weg. Ja, bau mal dahin. Und hier muss ich mir was überlegen, wie ich das mache mit denen. Ach, hier geht's auf. So. Also es ist kein sehr großer Block. Aber er passt hier ganz gut hin. Das heißt, das da hinten muss nur noch weg. So. Dann machen wir hier die ganze Ölgeschichte. Erweitern das Ganze vielleicht später noch bis hier. Aber ich denke, das lasse ich einfach so. Du kannst mit. Es kommen fast kein Öl mehr an. Ernsthaft, jetzt schon? Okay, das heißt, die raus, bieten Nudel rein. Die raus, bieten Nudel rein. Die raus, bieten Nudel rein. Jetzt müsste das Ding durchgehend voll sein, oder? Ja, gib ihm. Ganz viel Öl, ganz viel Öl. Was ist mit dir? Du bist auch so langsam. Ja, weil die produzieren jetzt nur, wenn das Rohr da quasi frei ist. Wäre jetzt eine gute Gelegenheit, die besseren Rohre zu nutzen. Oder einen Tank zu bauen. Brauch mal einen Tank einfach dahin. Dahin. So, die füllen sich jetzt und befüllen dann auch das, wenn das das braucht. Gut. Also Öl gefixt, Stahl immer noch nicht, Plastik immer noch nicht, aber es sollte eigentlich auf einem guten Weg sein mit Plastik. Genau, ich sehe es in der Mitte. Neben den blauen Grisselzeug. Die Edelsteine. Bei 400 rum pendelt es sich gerade ein. Ist okay. Eisen ist immer noch bei 12.000, ich habe keine Ahnung warum. Wir haben alles mit MK3-Fabriken ersetzt und trotzdem bleibt es bei 12.000. Ist schade. Hatte ich mir wesentlich mehr erhofft, ehrlich gesagt. Ja. Ja, weil die halt nicht alle arbeiten.
etwas Gefährliches. Unteren Kisten bitte komplett entleeren. So. Achso, jetzt sind wir kurz auf 9.900 runter, weil die halt in der Luft sind. Aber sobald sie in den Logistikkisten ankommen, geht's wieder hoch. Aber ja, so verhindere ich, dass irgendeine von den Dingern mal nicht arbeitet. Ja, alles gut. Roboter komplett ausgelastet, jo. Wenn aber die Kisten jetzt einmal geleert wurden, danach sollte sich das eigentlich beruhigen. Das heißt, ich warte jetzt, bis das soweit sich erholt hat. Genau, die Roboter sind jetzt schon wieder auf 180 hoch. Und dann ersetze ich nach und nach alle Rote durch Lila, ne? Hier bei den Ressourcen. Oh, klingt nach dem Plan.